Heute geht's um eine Person, die mindestens so polarisiert wie meine Hemden. Heute geht's um Lewis Hamilton. Hallo Freunde, Nachbarn, Landsleute, willkommen zu einem neuen, einem besonderen Highlight mit dem Thema Lewis Hamilton. Aber bevor wir dazu kommen und zu dem Führenden in der WM der Formel 1 in diesem Jahr, da möchte ich euch nochmal dran erinnern, es gab ja den Aufruf zum Gewinnspiel, den unser Partner Gigas Nutrition den Preis sozusagen zur Verfügung stellt. Und wir haben zwei Gewinner ausgelost, die blenden wir jetzt hier unten ein. Also wer seinen Namen jetzt hier liest, der zählt zu den Gewinnern. Und derjenige, diejenigen, es sind ja zwei Gewinner, Gewinnerinnen, wie auch immer, die sollten dann ihre Adresse an info@kylights.com schicken. info@kylights.com, denn da brauchen wir die vollständige Adresse. Und dann schicken wir einen Gutschein für Gigas Nutrition im Wert von 100 Euro, je 100 Euro, also jeder Gewinner, Gewinnerin. Und ihr dürft euch dann für 100 Euro da Nahrungsergänzungsprodukte und was auch immer ihr wollt, Booster, Energizer, wie auch immer man das Ganze nennt, Eiweißriegel, Eiweiß, irgendwas zusammenstellen im Werte von 100 Euro. Ich finde, cooles Geschenk, also macht was draus. Und jetzt reden wir weiter über jemanden, der die Muskeln gerne spielen lässt, Lewis Hamilton. Also ich weiß noch, als ich Lewis kennengelernt hatte, da eilte ihm schon der Ruf voraus, das wird auf jeden Fall einer, also diese Karriere war auch lange, lange geplant. Das war lange, lange von der Familie und vom Team McLaren geplant, dass der Junge mal was wird. Denn ganz früh hatte der damalige Teamchef Ron Dennis, Familie Hamilton, Vater Anthony und Lewis beim Kartrennen gesehen und hatte ihnen auch versprochen, pass mal auf, wenn ihr den und den Sprung oder die Leistung bringt, den Leistungssprung, dann werde ich euch auf lange Sicht hin auch schön unterstützen. Und so ist es dann auch gekommen und deswegen ist er durch alle Serien gegangen, ist immer schön erfolgreich gefahren, der Lewis Hamilton. Und dann war er folgerichtig im McLaren-Team und da erinnern wir uns auch dran, dass er da einem Fernando Alonso, immerhin gestandener Doppelweltmeister, das Leben richtig schwer gemacht hat. Die beiden haben sich in dem Jahr so stark bekämpft, dass dann ein Kimi Räikkönen im Ferrari sozusagen aus Versehen Weltmeister wurde. Eigentlich war der Titel schon klar für McLaren-Mercedes, wenn man sich da hätte auf eine Stallregie irgendwie einigen können. Aber da hat der junge Rookie Lewis Hamilton dem alten Hasen Fernando Alonso das Leben dermaßen schwer gemacht, dass sie sich gegenseitig zu viele Punkte abgenommen haben. Und da gab es auch das ein oder andere Theater, wissen wir auch. Der eine hat den anderen ausgebremst, dann wieder zurück, dann gab es interne Crashs. Wie das so ist, wenn dann so zwei Alpha-Tiere aufeinander kommen. Und damit bin ich auch schon bei meiner persönlichen Einschätzung. Nochmal, ich beobachte das immer aus meiner Warte, deswegen, was immer ihr in die Kommentare schreibt, es ist meine persönliche Meinung, meine Eindrücke. Nein, ich bin kein Ex-Rennfahrer, deswegen kann ich seine fahrerischen Qualitäten so nicht einschätzen. Aber eins ist doch wohl klar, jemand, der 7 WM-Titel holt, jetzt um den 8. WM-Titel fährt, dass der ein außergewöhnliches Talent für die Formel 1 haben muss, das ist außer Frage. Lewis Hamilton, ein brillanter Rennfahrer, wie es ihn noch nie gegeben hat, Fragezeichen. Das muss die Geschichte dann immer zeigen. Und dann haben wir wieder den Vergleich, ist er wirklich besser als ein Michael Schumacher? Ist er besser als ein Ayrton Senna? Da sage ich eben, ich habe selber nicht in so einem, doch, ich habe in so einem Auto gesessen, aber bin nie schnell damit gefahren. Deswegen, das kann ich so nicht beurteilen. Aber ich möchte ja auch ein bisschen über meine Erlebnisse mit ihm oder über den Menschen auch ein bisschen reden. Ja, Lewis habe ich kennengelernt, eher als einen schüchternen jungen Mann, der am Anfang mit den schmalen Hugo-Anzügen von Hugo Boss durch die Formel 1 ging und immer adrett gekleidet war. Das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen geändert, entwickelt, so wie sich der ganze Lewis auch entwickelt hat. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Am Anfang war er nirgendwo zu finden ohne seinen Vater. Vater hat alles für ihn gemanagt. Und dann irgendwann hat er sich immer mehr vom Vater abgekapselt, ist seinen eigenen Weg gegangen und hat immer wieder versucht, sich neu zu erfinden. Und das macht er, glaube ich, bis auf den heutigen Tag noch. Deswegen habe ich auch manchmal gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, als was redet er heute? Als Politiker, und das meine ich gar nicht böse, als Politiker redet er als Tierretter, als Veganer, redet er als Gangsterrapper, als Schauspieler, als Komponist, als Musiker, als Sänger. Also er hat sich schon auf vielen Gebieten ausprobiert, weil er eben auch sagt, die Welt steht mir offen, ich möchte einfach alles mal ausprobieren.
und ist den einen oder anderen Schritt gegangen. Aber ich glaube, dass er seine Rolle noch gar nicht so wirklich gefunden hat. Also er sucht noch die Rolle neben dem Cockpit, die im Cockpit, die hat er. Er ist ein brillanter Rennfahrer und das hat er selbstverständlich auch ausgelebt. Aber er hat so ein bisschen das Gefühl, spüre ich, dass er neben der Rennfahrerfigur noch was anderes ausfüllen möchte. Und das war halt eine Zeit lang, war es der Modedesigner, dann war es der Schauspieler, der Musiker. Und da weiß ich eben noch nicht, in welche Richtung das bei ihm geht. Also im Moment engagiert er sich ja auch sehr, sehr stark politisch, das merken wir auch. Das ist auch absolut in Ordnung. So, jeder macht das so, wie er möchte. Sebastian Vettel macht das auch etwas stärker. Dann gibt es andere, die konzentrieren sich nur aufs Formel 1 fahren und sagen, ich bin nur Rennfahrer aus dem ganzen anderen Kram, da halte ich mich raus, ich konzentriere mich auf seinen Sport. Muss jeder wissen, wie er das für sich mag. Der Erfolg gibt am Ende dem Recht, der es dann hinbekommt. Jedenfalls weiß ich, dass der Weg des Lewis eigentlich perfekt gelaufen ist für ihn. Also er hat eigentlich so eine, also wirklich auch so eine Schumacher-Karriere hingelegt, dass er immer am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort war. Und es gab einen Wechsel damals, da haben sich viele gefragt, ist das sinnvoll oder nicht? Weil er war relativ erfolgreich bei McLaren und ist dann zum Mercedes Grand Prix Team gewechselt, das sich ja damals neu gegründet hat aus dem alten Team von Ross Brawn, damals Honda, danach hieß es Brawn und dann wurde es Mercedes Grand Prix genannt. Und da war auch Ross Brawn noch an der Spitze. Und er war gemeinsam mit Niki Lauda auch derjenige, oder das waren die beiden, die Lewis Hamilton dann auch in das Team geholt haben. So war es. Die haben dann dieses deutsche Nationalteam gesprengt. Und damit bin ich auch schon beim Thema, denn wegen Lewis Hamilton musste Michael Schumacher damals gehen. Also das hat man eigentlich so öffentlich auch nie so richtig gelesen, aber es war die Tatsache, dass Niki Lauda und im Prinzip auch sein alter Teamchef Ross Brawn Michael Schumacher sozusagen in den Ruhestand versetzt haben bei Mercedes und haben Lewis Hamilton reingeholt, der dann gemeinsam mit Nico Rosberg gefahren ist. Vorher hatten wir das Team Michael Schumacher, Nico Rosberg, deswegen sagte damals der Vorstandsvorsitzende von Mercedes auch das deutsche Nationalteam. Fanden wir aus deutscher Sicht eine tolle Sache. Die Medien fanden es irre. Aber dann meinte Niki, er müsse den Michael austauschen, auf die Zukunft setzen. Und die war für ihn der Lewis Hamilton. Der Erfolg hat ihm selbstverständlich recht gegeben. Und wir erinnern uns an tolle Teamduelle dann auch zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Aber ich wollte das Thema mit Michael nur noch mal aufgreifen, weil dem einen oder anderen das gar nicht so klar war, dass Hamilton ja für Michael Schumacher gekommen ist. Und war schon so ein Moment, wo man dann auch mal, oder jemand wie ich, der lange dabei war, auch mal schlucken musste, mal wusste, okay, das wird es jetzt gewesen sein. Das war das letzte Rennen von Michael Schumacher, jetzt kommt was anderes. Und just in dem Jahr, als Michael dann raus war, war der Mercedes dann eben auch stark genug, um Siege einzufahren. Also ich hätte Michael gerne noch ein Jahr länger gesehen, bin ich ganz ehrlich. Das hätte mich interessiert, ist aber jetzt Spekulation. Wir wollen ja über Lewis Hamilton reden, der dann das Team zu seinen Gunsten absolut beeinflusst hat, im positiven Sinne, das Team nach vorne gebracht hat, wie das ein Michael mit Ferrari gebracht hat. Und dann auch diese Erfolge einen nach dem anderen eingefahren hat und einen Rekord nach dem anderen geholt hat. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Wie gesagt, kann man eigentlich nur mit Michael Schumacher vergleichen. Schumacher, Hamilton, die beiden haben das Team dann wirklich von der Pike auf nach oben, nach vorne gebracht, aber auch dann da gehalten. Nicht untergehen lassen möchte ich dabei, dass Lewis natürlich ein Jahr unterlegen war gegen Nico Rosberg, als Nico Rosberg Weltmeister gewesen ist. Ja, da hatte Lewis halt auch ein paar Mal Pech gehabt und Nico war genau in dem Moment da, wo der Champ geschwächelt hat, hat das ausgenutzt und war absolut da. Und da sind wir schon wieder bei den Stärken von Lewis Hamilton. Er ist halt sehr, sehr gläubig und sehr, sehr gläubig heißt auch, er glaubt stark und er glaubt auch stark an sich. Und das macht ihn eben auch so stark, dass auch in aussichtslosen Situationen, wenn er ganz hinten ist oder wenn er fast schon raus ist, dass er trotzdem noch an den Sieg glaubt und bis zum Schluss kämpft und eben auch jede Möglichkeit glaubt, niemals aufgibt. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Vom Fahrgefühl, haben wir schon gesagt, das sollen andere beurteilen, dass er da alles mitbringt, ist, glaube ich, klar. Aber seine Einstellung, seine mentale Stärke, die ist irre. Und eben auch die Tatsache, dass er aus Fehlern lernt. Während er am Anfang noch viele Flüchtigkeitsfehler mal gemacht hat, hat er die dann so langsam ausgemerzt. Er ist immer noch einer, dass wenn der Druck ganz groß wird, wenn es so groß vor dem, so kurz vor dem ganz großen Schuss steht, dass dann die Gefahr besteht, auch nochmal einen Fehler zu machen. Siehe in Baku, als dann Verstappen schon raus war quasi, wegen eines Reifenschadens. Dann hat er beim Restart einfach übertrieben, ist dann durch einen Fehler ausgeschieden.
und hat da auch wertvolle Punkte verschenkt, die er hätte holen müssen. Aber da sieht man, naja, mit den Nerven, das ist eben auch für einen Champ, wenn es um alles geht, ist es schon sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, aus jedem Fehler entwickelt er sich nach vorne und lernt draus. Und ja, sein Umfeld, also er umgibt sich ja gerne mit Stars und Sternchen. Was jetzt auffällt, er ist jetzt sehr, sehr lange ohne feste Partnerin. Die letzte war noch irgendwie, die ich mich richtig erinnern kann, war eigentlich noch Nicole Scherzinger. Alles andere waren immer nur kurze Episoden, wo ich auch nicht so sicher bin, waren das Freundinnen oder nur halt gute Bekannte, wenn er mal mit Rita Ora unterwegs war oder mit wem auch immer. Also Lewis Hamilton schmückt sich halt gerne auch mit Hollywood-Stars. Dann hat er den einen oder anderen Filmschauspieler, hat er gerne mal eingeladen bei den Rennen, das haben wir ja immer wieder beobachtet. Dann war er plötzlich 4 Wochen ganz dick mit Justin Bieber. Dann sah man die beiden nur zusammen und danach aber auch wieder nicht mehr. Also da behaupte ich dann auch, da haben beide mal gerade 4 Wochen lang jeweils Social Media mäßig voneinander profitiert, haben einfach gesagt, komm, wir machen uns da einen Spaß draus, jetzt machen wir mal 4 Wochen Winnetou und Old Shatterhand und dann reden alle über uns, hilft uns auch. Also ich glaube, Lewis ist vor allen Dingen auch sehr schlau, was Social Media angeht. Er weiß, wann er sich da zurückziehen muss, er weiß, wann er da was mal wieder sagen soll, er weiß genau, wann er ein neues Tattoo postet und. Also man kann ihn jetzt nicht als introvertiert bezeichnen. Er ist auf jeden Fall jemand, der Formel 1 auch Glamour beschert, weil er kommt immer mit der Trommel rein ins Fahrerlager. Wenn er reinkommt, man merkt es, es kommt sofort eine Traube Journalisten vor ihm her und er sorgt schon dafür, indem er sich irgendwas überlegt, neue Frisur, neue Sonnenbrille, neuer Schlabberlook oder was auch immer, irgendwas fällt ihm ein. Also er soll jetzt nicht sagen, er möchte am liebsten unbeachtet von den Kameras bleiben. Nein, möchte er nicht. Der Lewis möchte schon im Mittelpunkt stehen und das auch außerhalb des Cockpits. Er möchte bedeutungsschwer sein. Und nochmal, das meine ich überhaupt nicht böse. Ich versuche es aus meiner Sicht sozusagen, wie ich es sehe. Und deswegen hat auch ein Bernie Ecclestone immer gesagt, Lewis Hamilton ist sehr gut für die Formel 1. Er ist ein guter Botschafter für die Serie. Und das sehe ich auch so. Und trotzdem ist es gut, wenn er auch einen Antipoden hat, einen, der quasi genau das Gegenteil ist, der gegen ihn kämpft. Denn wenn einer allein da vorne wegfährt, finde ich das persönlich vom Sport her langweilig. Und deswegen finde ich es gerade dieses Jahr besonders gut, dass ein junger, hungriger Max Verstappen, der komplett anders ist, der völlig cool und lässig ist und dem das eigentlich das Drum und Dran und die Kameras wirklich egal sind, der einfach nur sagt, ich möchte gern so schnell wie möglich fahren, ich will Weltmeister werden, ich bin besser als die alle und ich schlag die alle. Das ist einfach eine schöne Geschichte, die beiden gegeneinander zu sehen. Und da werden wir dieses Jahr auch noch viel, viel Spaß mit haben. Da können wir von ausgehen. Aber über Max habe ich ja auch schon mal gesprochen, wie ich den so sehe. Deswegen, heute ging es so ein bisschen um Lewis. Schreibt ihr mal selber, was haltet ihr selber von ihm, was glaubt ihr, wo endet er vielleicht nach seiner Karriere? Wird er Schauspieler, wird er Musiker, zieht er sich zurück, wird man ihn in der Formel 1 nochmal sehen? Alles Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann, genauso wenig wie ich weiß, ob er vielleicht in einem Jahr doch wieder Fleisch isst oder nicht. Bleibt er dabei, bleibt er Veganer? Ich weiß es nicht, liegt auch ein bisschen dran, wie es im Training läuft, wie fit er ist, wie viel Energie er hat. Ja, das muss man alles mal abwarten. Auf jeden Fall eine interessante, schillernde Persönlichkeit auf dem Weg zum 8. Titel, Fragezeichen. Wissen wir nicht. Und ja, das war mein Eindruck über Lewis Hamilton. Schildert euren doch bitte mal und wir tauschen uns dann gerne aus. Und an die beiden Gewinner, denkt dran, schickt eure Adressen, komplette Adressen bitte an Kylights, also info@kylights.com. Ganz wichtig, damit ihr euren 100-Euro-Gutschein von Giga Nutritions auch bekommt, weil den habt ihr euch verdient. Also, Dankeschön, wir sehen uns.